Oder wie gesagt, die Chain Drives. Aber das ist dann wieder sehr, sehr eintönig. Würde ich meinen. Wir machen mal ein paar Chain Drives zum Zeigen. Und da könnt ihr mir dann sagen, in den Kommentaren am besten, was euch besser gefällt. Zahnräder, Bells oder die Chain Drives? Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Create Above and Beyond und heute wieder zurück hier beim Versuch, endlich mal die Andesitmaschinen fast vollständig zu automatisieren. Ich habe inzwischen ja den Kelp hergestellt. Ich produziere inzwischen Lehm. Ich mische den Lehm und den Kelp zusammen zu den Algenbricks. Ich mische dann die Algenbricks mit was eigentlich? Mit einem Sitzstein, den ich unten produziere und über einen Förderband hochbringe, um daraus Andesit alles zu machen. Und heute geht es darum, das Holz aus dieser Baumfarm hier rüber zu schaufeln, zu zersägen und entsprechend dann mit und entsprechend dann auf unseren Freund das Holz zu packen, damit daraus dann endlich diese Andesit-Dinger werden hier, die Kinetikmaschinen. Denn das ist das erste große Bauteil, was wir brauchen, um vernünftig arbeiten zu können. Legen wir also los. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Pferd von hinten an. Die Assembly selbst ist im Grunde nur ein Förderband, wo oben drüber dann die Maschinen hängen und dann Blödsinn machen. Das ist im Grunde, was die Assembly letztendlich darstellt. Wir müssen logischerweise die Assembly aber dann mit Material versorgen. Das heißt, wir müssen hier das Andesit rausziehen und müssen dann damit das in einen Förderband packen. Ich muss nur ganz kurz ein paar Sachen holen. Auf einen Förderband packen, auf einen Tunnel packen, aufsplitten und dann links und rechts in die Dings leiten. In die Ärmchen zum Runterdroppen. Das ist so der Plan. Dazu brauchen wir erst einmal mein Zeug wieder hier, was hier irgendwo rumlag. Da. Da haben wir die Maschinchen und da ist der ganze andere Rest. Dich brauchen wir gerade nicht, aber dich und dich. Der Rest kann, glaube ich, hier bleiben. Wir brauchen jetzt also erstmal den Tunnel. Genau, den Tunnel. Das reicht ja aus. Müssen wir nicht filtern. Müssen wir einmal herstellen. So. Dann. Lass uns mal anfangen loszulegen mit den Andesit-Dingern. Die Maschine braucht drei. Können wir gleich mal machen. Wir brauchen jetzt drei von den Deployern. Zwei Sägen. Ich habe noch eine Säge, einen Deployer da, weil ich zu viel gemacht habe. Also brauche ich noch einen Deployer und eine Säge. Die Säge kriegen wir schnell hin. Da brauche ich nur kurz mal das Sawblade. Zack. Das müssten wir auch nochmal vier Eisenplatten. Zack. Hops. Und dann dahin. Und wir brauchen Gold. Ich habe jetzt ein bisschen Gold gefarmt noch. 15. Ja, so viel war es tatsächlich dann doch nicht. Ich meine, es wird reichen. Es wird definitiv reichen. Pack mal einen zurück. Dass wir wissen, wo das hinkommt. Und der Rest wird dann mal ganz kurz durchgecrushert und dann zu 14 Gold-Ingots gemacht. Ich brauche außerdem dann hier die vier, um daraus dann den einen Deployer zu machen. Darum kümmern wir uns, wenn das. Ja, das ist bereits. Okay, noch nicht. Ganz fertig. Oder? Doch, ist schon fertig. Dann kann das wieder aus. Den Spaß nehmen wir jetzt hier rein, packen das hier zum Schmelzen und dann zum Gießen in Ingots. Und dann einmal hier Platten drücken. Jetzt. Danke. Und abschalten. So. Dann los. Also, ein Sägeblatt.
Und dann einmal die Säge machen wir gleich fertig. Dann brauchen wir noch den Deployer. Der braucht diese goldene Hand. Haben wir. Und jetzt können wir einmal die Säge machen nochmal. Und einmal den Deployer. So. Das müsste dann eigentlich... Nee, ich brauche drei Deployer, ne? Drei. Ich brauche also nochmal eine... Ein Deployer für... Zwei Deployer jeweils für das Anisiert und den dritten Deployer dann für... Für die Säge, genau. Okay. Dann kommen wir her. So. Gold auswählen wäre vielleicht sinnvoll. Dann klappt das auch mit dem Nachbarn. Nehmen wir zwei und da kriegen wir nochmal zwei. Danke. Die nochmal pressen lassen. Dankeschön. Eine neue goldene Hand. Ali hops. Und einmal zusammenmischen. So, jetzt. Also, zwei Sägen. Säge 1 macht aus Holzblöcken Holzplanken. Säge 2 macht aus Holzplanken Slabs. Dann macht der Ansicht drauf, der Ansicht drauf und der mit der Säge da drauf und dann haben wir's. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal schauen, weil ich mir nicht ganz sicher bin mit den Slabs. Beim Zersägen bekomme ich aus einem 2 Slabs raus. Okay. Beim Zersägen hier bekomme ich aus einem 4. Okay. Ich sollte also nicht so viel Holz brauchen. Das Problem hier bei dem Holz ist, dass ich jetzt logischerweise die alle antreiben muss. Wobei, die Sägen treiben wir automatisch an mit dem... Das könnte sogar ohne gehen. Wir müssen mal schauen. Ich hab einen Plan im Kopf. Ob der umsetzbar ist, ist wieder so eine Sache. So. Also. Fangen wir mal an. Hier hätten wir jetzt einmal ein Förderband. Das soll jetzt... Hier kommt das Förderband längs. Grob gesagt. Packst es mir nur noch schon hin, das ist jetzt nichts Finales. Oh. Wow, da war ich ja clever. Jeps. So. Da ist die Schiene für unser Holz. Das ist der Plan, da wollen wir hin. Das heißt, wir haben hier drüber kommen dann jetzt die Deployer. Und zwar würde ich sagen, machen wir die Deployer in dem Fall. Links und rechts hiervon, ne? Genau, da können wir jetzt... Genau, da machen wir zwei Förderbänder. Dann nutzen wir keinen Splitter, keinen Tunnel, sondern wir nutzen einfach zwei Förderbänder. Das ist deutlich einfacher, wenn wir das so tun. Okay, warte. Muss ich nochmal ganz kurz hier erstmal drauf. Also. Ein Deploy hier drauf. Und ein Deployer da drauf. So. Dem Deployer geben wir in den Filter. Nicht in die Hand. Nicht in. Gib das her. In den Filter. Das Anisiert. Das heißt, die wissen, die sollen nur mit dem Anisiert interagieren und du bekommst dann die Säge in die Hand. Den geben wir auch eine Diamantensäge, dann hält die nämlich länger. So, die müssen wir jetzt antreiben. Und die können alle in derselben Geschwindigkeit arbeiten. Das heißt also, im Grunde brauchen wir nur die Jungs hier. Nee, brauchen wir gar nicht. Warte mal. Oh, viel besser. Das wird noch viel besser. Wir können nämlich über ein Förderband alles antreiben. Und das Förderband wird noch von hier aus angetrieben, von unten. Oder von hier, oder keine Ahnung wo. Könnten wir von hier aus machen. Genau. Das Förderband. Oh. Okay, Moment. Wird aber dann nicht, weil. Ja, dann nicht. Wir müssten dann eventuell. Warte mal, so. Zack. Okay. Jetzt, ich glaube, jetzt habe ich es.
So, also. Hier. Der geht nach da. Okay. Okay, warte. So. Oder können wir den sogar von da aus... Oh. Wir könnten den von hier aus abgreifen direkt. Oder von hier aus, ist so noch einfacher, ne? Können wir den hier mit abgreifen? Ja. So. Also wenn wir den jetzt dahin packen, dann treibt der den hier an. Der treibt dann den hier an und alle, die unterwegs sind. So. Man könnte jetzt so wieder Chain Drives machen, aber ja, mein Gott. Ich habe sehr viel Förderbänder, glaube ich, oder? Man könnte jetzt, wenn man jetzt wollte, könnte man es jetzt auch mit Dings machen, mit Zahnrädern. Das würde dann so aussehen. Wäre jetzt auch nicht verkehrt. Ist natürlich die Frage, was schicker ist. Ne? Ich bin jetzt da unsicher. Oder wie gesagt, die Chain Drives. Aber das ist dann wieder sehr, sehr eintönig. Würde ich meinen. Komm, wir machen mal ein paar Chain Drives zum Zeigen. Da könnt ihr mir dann sagen, in den Kommentaren am besten, was euch besser gefällt. Zahnräder, Belts oder die Chain Drives. Oder vielleicht habt ihr sogar ganz andere Ideen, wie man das übertragen kann. Da bin ich jetzt gerne mal, das Backseat Gaming gerne mal erlaubt gerade. So, das Chain Drive selber ist auch nicht so teuer. Genau. Das kostet nur ein bisschen was an Andesit. Und dann Schafts und ein bisschen Eisen. Also, wie gesagt. Es ist nichts doll Wildes. So. Das Chaindrive hat natürlich den einen Vorteil, du kannst dann direkt abzweigen per Rechts- und Linksklick. Das du kannst dann, du musst es nicht umwandeln, die Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn ich also hier jetzt einen Chaindrive hinpacke, zack, hier ein Chain Drive, das da drauf und das dann da drauf. So. Dann könnte sich jetzt verbinden und ich könnte den jetzt sogar noch drehen hier. Und trotzdem funktioniert alles. Na, wenn ich jetzt mal hier. Machen wir direkt mal so, pass auf. Machen wir es mal. Der müsste bis dahin dann, warte mal, da können wir, warte, genau. So. Ah ne, das geht so nicht, okay. Das geht nicht übers Eck. Aber was gehen würde, wäre folgendes. Wenn wir den so drehen. Und den so drehen. Dann treibt das Chain Drive jetzt das Chain Drive an. Und wir können jetzt hier ein weiteres Chain Drive hinpacken. Das jetzt aber drehen. Okay, das kann man nur... Okay, wir können es dann nicht so rumdrehen. Ich verstehe. Wir müssen also hier jetzt mit der Gearbox arbeiten, um das so zu drehen. Das geht. Okay.
Ach so, natürlich. Der kann natürlich den Out, In- und Output nicht. Ja, ja, schon klar, natürlich. Dass das dann nicht anders geht. So. Warte mal, ich könnte jetzt aber. Nee, habe ich noch eine Gearbox? Da habe ich natürlich nicht da, ne? Nee. Könnten das hier eventuell. Ja, warte mal. Wenn ich jetzt hier, warte mal, testweise den dazwischen klemme. Und dann so und so. Und so. So. Das Chain Drive treibt trotzdem alles an. Das ist ein großer Vorteil von der Chain. Du kannst halt eben das so weit umtarieren. Und ich könnte jetzt auch hier tatsächlich alles voller Chain Drives packen. Der Reihe nach. Ja. Ob man das jetzt will, wiederum ist eine andere Frage. Aber wie gesagt, die Frage ist halt wirklich, was ist am schönsten? Zahnräder, die Belts oder die Chain Drives, um Energie zu übertragen auf eine längere Strecke. Meine Shafts wären, glaube ich, immer noch am schönsten, aber die haben halt eben eine sehr eingeschränkte Übertragungsrate, eingeschränkte Übertragungsrichtung. Das heißt, ich müsste erst das dann wieder umwandeln und drehen. Das ist halt wenn ich jetzt hier die Energie übertragen will, müsste ich erst die Energie hochkant legen, also mit meiner Gearbox wahrscheinlich, und dann oben wieder meine Gearbox und dann ein Start, das ist auch irgendwie doof. Aber wie gesagt, lasst es mich wissen, was ihr davon haltet, was ihr denkt, ist, was am schönsten ist und was man wahrscheinlich eher nutzen sollte bei der Übertragung von Energie. Noch ist es nicht wirklich Nacht. So, also, wir haben schon mal die Deployer fertig und können die dann gleich versorgen mit Anisit. Jetzt muss hier... Ah, scheiße. Geht das natürlich auf der Seite gar nicht. Weil wir nämlich hier den Input brauchen. Das heißt, wir müssen hier okay. Dann müssten wir es am besten anders regeln. Dann müsste jetzt wahrscheinlich der dahinter einen raus und dann so nach oben. Okay, damit wird das, was das Förderband antreibt, auch gleichzeitig dann die Deployer antreiben. Das Schöne ist, die Richtung der Deployer ist völlig egal. Die machen genau dasselbe, egal in welche Richtung du drehst. So. Jetzt müssen wir hier vor dann. Das machen wir am besten hier drüben dann, wa? Mit der Säge. Warte mal, wo ist denn hier die Chunk-Grenze? Oh, die ist bereits hier. Ja. Dann machen wir das hier. Wir brauchen jetzt hier einmal die Sägen, die dann das Holz bekommen und zerlegen. Wir brauchen dann hier erstmal einen Brassfunnel. Und ich brauche mehr Shafts und alles. Denn ich möchte nur die Holzbretter da rausziehen. Die Holzblöcke. Ich weiß, wie kriege ich den Rest dann da vernünftig raus? Ist doch immer so doof. Okay, warte mal. Erstmal den Funnel. Der Brassfunnel braucht die Brassmaschine, ne? Scheiße. Die Smart Shoot wird nicht gehen. Aber ich kriege das Zeug dann nicht wieder da hoch.
Ja, sie würde gehen. Und da kommen wir auch noch. Ja, da kommen wir noch an die Sachen ran. Wäre, glaube ich, sinnvoller. Da jetzt die Smart Shoe drunter zu packen. Und mit dem Holz zu versehen. Und die aber unten zuzumachen. Das heißt, da kann das Zeug nicht raus. Dementsprechend. Sammelt sich das Zeug dann in der Chute. Der Vorteil dabei ist, ich habe trotzdem noch zwei, wenn ich den Ansit-Funnel, den Brass-Funnel davor klemme, dann komme ich nicht mehr an den Drawer ran. Ich sehe nicht mehr, was drin ist. Das ist ein Problem. Mit der Chute drunter geht das weiterhin. Und ich kann Sachen trotzdem rausziehen. Und wenn ich den unten zumache, kann das Zeug ja aus der Chute nicht raus. Es sei denn eben nach vorne raus, über einen normalen Andesit-Funnel dann. Und fertig. Also müssen wir einmal hier zumachen. Ich hab einen Fisch bekommen, glaube ich. So, und jetzt kommt da die Smart Shoot drauf. So. Jetzt hat sie bereits 74 Oaklocks drin, das ist gut. Denn mehr bekommst du auch nicht. Wir haben jetzt inzwischen bereits 31 Stacks Holz und 2 Stacks Äpfel und 11 Stacks Sticks. Und ich habe auch bereits einen Dings-Upgrade reingemacht, einen Emerald-Upgrade, weil, naja, ich hatte ein paar Emeralds ja gefunden und erhandelt. Und es kostet nur 2 Emeralds pro Upgrade. Und aber uff, Junge. So, also, da ist die Smart Shoot und da kann jetzt das Zeug raus. Jetzt müssen wir einmal mit einem Förderband das Zeug da unten rausziehen. So, hops. Einmal drehen, bitte. Und dann müssen wir, glaube ich, hierher, ne? Ich wollte auch noch einen Schaft machen, aber Schaft kriege ich, glaube ich, so hin. Warte mal. Das braucht ihr nur. Genau. Können wir direkt so machen. Da einmal hin. Und jetzt hier wieder verbinden. So. Da ist immer wieder weg, weil es sieht einfach schöner aus so. Jetzt kommt da dann die Säge hin. Hochkant. So. Warte mal. Konnte man nicht direkt bei dem Rezeptfilter sagen, mach aus dem Block direkt den Block? Nee, ne? Lass mich gucken. Bin ich mir jetzt gerade unsicher. Muss ich das wirklich durch beide Sägen durchjagen lassen? Okay, die Säge braucht den Input. Genau, da haben wir den Aufbau mit dem Belt, mit den Gears. Genau, genau. Also wenn die Belt richtig laufen, läuft auch die Säge richtig rum. Alles klar. Warte, da war gerade was. Moment. Ich muss ganz kurz mal zurück. Replay. Vorwärts. Nein. So. Warte. Okay, also wenn mehrere Outputs kommen, dann kann ich filtern. Alles klar. Also müssten wir es mal direkt mal machen. Sicher. Aber ich bin mir sicher, ob das eventuell doch mehrere Outputs hat hier. Dann los. Einmal hier. Du machst die Bretter. Und dann einmal die Schlubse. Wie sieht's hier aus? Alles gut? Alles gut. So, dann die nächste Säge.
Schlapse. So. Dazwischen nochmal ein Belt. Okay. Dann. In welche Richtung drehst du jetzt? Der dreht richtig rum, perfekt. Der dreht genau richtig rum. Okay. Dann haben wir die Gearbox rein. So. Jetzt können wir hier oben nochmal erstmal die Zahnräder reinpacken. Zack. Zack. Oh. Das wird nicht gehen. Das wird nicht gehen. Das ist 1 zu nah dran, ne? Da kommen die jetzt hier ins Gehege mit den Förderbändern. Oder habe ich noch ein paar von den kleinen Dingern gleich? Von den Zahnrädern. Los. Lass nur ein paar machen. Was kostet die Welt? Warte mal. Ich würde direkt hier oben machen, ne? Ich habe doch alles da. Ich brauchte nur ein bisschen Holz und Andesit. Und beides ist bereits vorhanden. Also, ein wenig Holz. Ein wenig Andesit. Habe ich sogar noch auf Tasche. Los geht's. Machen wir mal so einen Stack. Holz fertig. Machen daraus einen Stack Buttons. Und jetzt die Cogwheels. Die kleinen. Danke. Und da haben wir jetzt einen Stack Zahnräder. Sehr schön. Mit all den Sachen, die wir oben machen können. Jetzt brauchen wir wieder... Oh, meine Bänder sind alle. Gut, ich habe aber Gummi genug da. Dann los. Also der geht dann hier rüber. Da kommt dann die Säge nochmal hin. So, also nochmal Säge hier. Und dann die Schlabse. Okay. So. Okay, warum der auch immer... Der steckt nicht mehr. Das ist irgendwas faul, macht aber nichts. So, und jetzt den nach dort und den nach dort. Und damit... Ach, scheiße, Moment. Wir müssen noch einen Schritt weiter raus. Das habe ich gerade übersehen. Generell aber schon mal funktionsfähig. Da. Und jetzt die Zahnräder. So, also... Das treibt das an und das und das. Säge wird angetrieben durch die Zahnräder hier. Und das dreht in die Richtung. Das dreht in die Richtung und der wieder in die Richtung. Das heißt, wir bleiben in derselben Laufrichtung dabei. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Wir müssten den trotzdem mit reinbringen können, ne? Stimmt, hätten wir lassen können. So treibt das jetzt nämlich auch alles an. So. Könnten sogar auf das Förderband hier verzichten. Ich doofi. Nee, können wir nicht. Wir könnten darauf verzichten, wenn ich die Gearbox... Warte. Dorthin packe. Denn aktuell dreht es richtig rum. Wenn ich jetzt aber mit einem Dings arbeite, mit einem... Ich muss mal zurück. Wenn ich jetzt aber mit einem Zahnrad arbeite, dann ist es wieder verkehrt rum. Darf man nicht vergessen. Also, wir müssen die Gearbox. Direkt an die Klatsch setzen. So viel Zeug. Jetzt dreht er nämlich falsch. Richtig rum? Nee. Wieso dreht denn der jetzt falsch rum?
Ach genau, nee, Quatsch. Es drehte vor der Gearbox, drehte es richtig. Nach der Gearbox ist es falsch rum. Mit dem Soundrad ist es jetzt wieder richtig rum. Genau. Perfekt. Okay, aber. Oh, die Säge macht Schaden, wenn du rüberläufst. Wer hätte das erwartet, dass eine Säge, eine offene Kreissäge, dir Schaden macht, wenn du mit den Füßen drauf trittst? Überraschend. Völlig überraschend. So, wir brauchen hier noch die Zahnräder dazwischen. So, damit werden alle Deployer angetrieben und funktionieren schon mal. So, hier kommt jetzt einfach nur ein Funnel dran, ne? Und damit geht's los. Hä? Ordner? Kannst du mir gerade erklären, was hier los ist? Aua, 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 aua. Bin gerade leicht verwirrt, was hier los ist. Muss da noch eins mehr rein, oder was? Warte mal. Es kann natürlich sein, dass jetzt noch ein Sägeblatt mehr rein muss. Kann man ein Säge... Wir können Sägeblätter nicht direkt ineinander legen. Ach, Mann. Ich bin ja bescheuert. Moment. Ich hab's gleich. Aber, lass kurz gucken. Das Slab. Ausbrettern. Wir brauchen das Stripe. Natürlich. Okay. Und das kriegen wir aus. Alles klar. Okay. Wir brauchen also eine weitere Säge erstmal. Fangen wir damit mal an. Normales Holz reicht ja nicht, also wir brauchen das gestreifte Holz. Aber Mädels, die Folge wird schon wieder viel zu lang. Ich mache jetzt hier kurz einen Cut. Kleinen Cliffhanger. Hey! Und in der nächsten Folge bauen wir dann die ganze Maschine fertig. Mit den vernünftigen Sägeblättern, mit den ganzen Gedöns, allem drum und dran. Und dann wird das alles toll und super schön und nie wieder Probleme. Wie üblich, wenn es das Video gefallen hat, gerne subscriben oder ins Rezept wie es liegen. Da gibt es bis mehr von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschö.